grüßt der edle Mann, dass ich ihm danken kann, der hochverehrten Freundin Leben erhielt er mir. Ach, da kommt er eben. Sie hört dich recht, er kommt hierher. Ja, ja, er kommt, mein Retter ist. Wer? Er. Der. 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 Ja, er. Das wird er. Vergebung, wenn ich störe, ich kam nur her zu sehen, wie ihr befinden werdet. Es geht mir gut, ich danke Sie. Dieser Herr kommt hierher, das gefällt mir nicht sehr. Wozu kommt er her? Mir ist verdächtig, so mancherlei. Erfahren möchte, wer er wohl sei. Als Ungenannter, als Unbekannter, kommt er hierher, als Herr von ihr. Er ist verdächtig, der Name heißt. Sich noch nicht? Das klingt etwas verdächtig. Ich mein vielmehr, Sie kennen mich. Vielleicht. Das klingt noch mehr verdächtig. Und dazu lächelt er ganz niederträchtig. Mein Herr, Sie wissen sicher schon, ich heiß Nasoni und ich habe einen Sohn. Sie sind beneidenswert. Ja, Gott sei Dank. Mein Sohn ist Bräutigam der Dame. Wie schade, ist das schon bestimmt? Jawohl, und wie ist nun Ihr Name? Ist das jetzt wichtig? Ja, zur Stunde braucht die Gewissheit. Ich geschwind, ob mit dem Räuber Sie im Bunde oder vielleicht er selber sind. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Dass ich doch ein Räuber wäre, nur einen Raub hätt ich geplant. Ich nehm kein Geld, das ist Chimäre, ich nehm nur die kleine Hand. Möcht meinen Raub durchs Leben tragen und geb ihn nie und nimmer her. Das wär ein einziger Grund zu sagen, und dass ich doch ein Räuber wär, und dass ich doch ein Räuber wär. Das Räuberhandwerk stehen. Ich wär gesessen und bezwungen in ihrer Macht, und das wär schön. Wär ich Bandit, ich würd es wagen, sie zu empfehlen, es wär nicht schwer. Sie sind nicht frei.